Hallo, willkommen in Mainz. Mein Name ist Elmar Rettinger. Ich bin hier Mainz Gästeführer und ich möchte euch heute das Gutenberg-Museum zeigen. Man könnte natürlich einen Rundgang durch Mainz machen auf den Spuren Gutenbergs, aber dazu müsst ihr mal selbst nach Mainz kommen. Heute geht es vor allen Dingen um das Gutenberg-Museum. Wir sind jetzt auch hier schon im Gebäude. Das Gutenberg-Museum ist 1900 gegründet worden und das Haus hier ist in den 60er Jahren gebaut worden. Normalerweise beginnt man eine Führung hier im Besuch im Kinosaal, aber das sparen wir uns heute. Er wird auch nicht vorgeführt. Wir sind heute ist Montag und das Museum ist geschlossen, aber die haben extra für uns aufgemacht. Wir gehen gleich in den Keller zur Druckwerkstatt. Oder mit es den Worten von Jochel Fuchs zu formulieren, als 1978 die Queen in Mainz war. Er sagte, now we go und nunna in die Druckerwerkstatt. Mainzern sind halt polyglotte Sprachtalente. Wir gehen mal runter. So, wir sind also hier in der Druckwerkstatt, die hinter mir zu sehen ist. So sah die Werkstatt aus, die Johannes Gutenberg verwendet hat. Seine Werkstatt war natürlich ein ganzes Stück größer. Wir wissen, dass er 3 Druckerpressen hatte. Wir sehen hier links hinten sehen wir einen Ofen, um das Metall zu erhitzen, mit dem er seine Lettern gegossen hat. Weiter hinten ein Setzkasten, in das die Einzellettern reingepackt worden sind. Und hier mir eine Druckerpresse. Bei der Gelegenheit muss ich Ihnen erklären, was Gutenberg eigentlich gemacht hat. Eigentlich ist er Johannes Gänsfleisch. Er hat das Drucken mit beweglichen Metalllettern erfunden. Lass es mich so sagen, das ist 15. Jahrhundert. Das 15. Jahrhundert ist geprägt von Bevölkerungswachstum. Mehr Menschen haben Handel getrieben, die Leute waren auf der Suche nach Bildung. Es entstand ein höherer Bedarf an Texten. Texte sind damals von Hand geschrieben worden, sehr aufwendig. Und Gutenberg hat ein Verfahren entwickelt, das schneller zu machen. Sein Hauptwerk war die Bibel gewesen. Er hat aber auch Schulbücher gedruckt, er hat Ablassbriefe gedruckt. Und das hat er in einer solchen Werkstatt getan. Wenn man sich überlegt, man geht von einer Druckleistung von 400 Seiten pro Tag aus, seine Bibel hat 1200 Seiten gehabt, dann hat er in 3 Tagen eine Bibel hergestellt. Die muss natürlich noch ausgemalt werden, muss gebunden werden, aber das ist für uns heute relativ langsam. Für die damalige Zeit war das eine Revolution. Ein Schreiber in einer Klosterschreibstube hat damals 3 Jahre für ein Buch benötigt. Jetzt will man natürlich, wenn man in der Druckerwerkstatt war, als nächstes sofort eine Bibel sehen, nämlich das Produkt, das er erstellt hat. Da haben wir ein kleines Problem, aber da gehen wir erstmal in den 2. Stock nach oben. Machen wir mal eine kurze Pause hier. Dort hinten geht es in die fernöstliche Abteilung. Natürlich weiß man hier im Gutenberg-Museum, dass Bisheng schon lange vor Gutenberg mit beweglichen Lettern gedruckt hat. Allerdings blieb das dort in China immer eine Nischentechnik. Das hing einfach mit der Anzahl der Einzellettern zusammen, aus der die chinesische Schrift besteht. Um 1000 hatten sie in China schon 20.000 verschiedene Zeichen. Das lässt sich nur ganz schwer eben drucktechnisch umsetzen. Wir gehen jetzt weiter ins Herz des Museums. Hinter mir sehen wir einen Tresorraum. Allein diese dicken Türen vermitteln schon Wichtigkeit. Dort kann man 2 Bibeln besichtigen, die Johannes Gutenberg in der Zeit zwischen 1452 und 1454 gedruckt hat. 49 von diesen Bibeln sind heute noch erhalten. Die sind sehr lichtempfindlich, heute ist auch Montag, wir können leider die Bibeln nicht besichtigen, aber zu so etwas muss man selbst nach Mainz kommen. Kommen Sie einfach ins Museum und schauen sich das alles selbst in Ruhe an. Gutenberg hat damals 180 Bibeln gedruckt, die er in Frankfurt verkauft hat. Von diesen 180 sind heute noch 49 Bibeln erhalten. 2 können wir, wie gesagt, hier im Museum sehen. Das Ganze ist natürlich auch mit Finanzen, mit Geld verbunden. Gutenberg, um so etwas umzusetzen, braucht man natürlich entsprechende Finanzmittel. Ich will das mal ganz kurz schildern. Das lässt sich auch hier in den Vitrinen links und rechts sehr schön erläutern. Ich fasse das mal zusammen. In den 1430er und 1440er Jahren war Gutenberg in Straßburg. Dort hat er neben verschiedenen anderen Versuchen, Geld zu verdienen, kam er dort auf die Idee, es mit dem Drucken zu probieren. Er hat im Kloster Abogas gewohnt, Abogas war ein Benediktinerkloster. Er muss den Mönchen über die Schultern geschaut haben damals.
In Straßburg hat er diese neue Technik quasi bis zur Produktionsreife entwickelt. Dann kam er nach Mainz zurück. In Mainz war es inzwischen ruhiger geworden. Außerdem brauchte er Geld, um seine Idee aus Straßburg umzusetzen. Er leiht sich von einem Verwandten, Arnold Geldhus, 150 Gulden. 150 Gulden sind eine verdammt große Summe, wenn man sich überlegt. Ein Gulden hatte damals die Kaufkraft von 1.000 Euro. Das war so die Basisfinanzierung, so eine Art Anschubfinanzierung. Und dann hat er sich weitere 800 Gulden von Johannes Fust geliehen. Und mit weiteren 800 Gulden ist Johannes Fust in das Geschäft als Partner mit eingestiegen. Nach dem Druck der Bibel 1455 gab es Streit zwischen den beiden. Es ging wie immer ums Geld. Es ging eigentlich um unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viel Zinsen zu bezahlen waren. Das Ganze wurde in einem Vergleich entschieden. Gutenberg verlor den großen Teil seiner Werkstatt, ist wohl nicht arm gestorben, hat weiter noch eine Werkstatt gehabt, aber den großen Verdienst hat er aus seiner Erfindung nicht gezogen. 1468 starb er dann in Mainz im Hof zum Algesheimer. Wir gehen von hier mal in die Abteilung, wo ich euch dann zeigen kann, wie es weitergegangen ist. Man sieht also hier schon die Tresortüren, schweren Türen heute zu. Wir laufen jetzt eine Treppe tiefer, denn man will natürlich gerne wissen, wie es nach Gutenberg weitergegangen. Und kommen hier an einer kleinen Abteilung vorbei. Da geht es um das Aussehen Gutenbergs. Niemand weiß, wie Hannes Gutenberg ausgesehen hat. Hinter mir sieht man verschiedene Bilder. Auf jedem Bild sieht er anders aus. Es gibt kein zeitgenössisches Bild aus der damaligen Zeit, dass man sagen könnte, so sah der Mann aus. So, wir sind jetzt in einer Abteilung vom Unikat zum Massenmedium, heißt das. Und das trifft den Kern. Nach Gutenberg hat sich diese Technik rasant in immenser Geschwindigkeit ausgebreitet. Klar, es gab keinen Patentschutz und überall standen sofort Druckwerkstätten. Man hat geistliche Texte gedruckt, Bibeln gedruckt, man hat Geschichtsbücher gedruckt, man hat Medizinbücher gedruckt, man hat Pflanzenbücher gedruckt, aber eben auch Einzelblattdrucke wie Ablassbriefe. Das alles ist also hier in den Vitrinen links und rechts sehr schön zu sehen. Jedes Buch hat hier eine eigene Geschichte. Und vor allen Dingen Luther und die Reformation haben ihren Vorteil aus dieser neuen Technik gezogen. Der Erfolg der Reformation und der Bibel Luthers ist nur erklärbar vor dem Hintergrund dieser neuen Technik. Auf der anderen Seite hat auch die Reformation dem Buchdruck geholfen, indem eben neue Textsorten aufkamen. Textsorten wie Predigten zum Beispiel. Also das war ein wechselseitiges Verhältnis. Man fragt sich natürlich, die Bücher haben sich rasant geändert. Was ist mit der Technik passiert? Die Druckmaßnahmen, haben die sich im gleichen Maße verändert? Das möchte ich jetzt zum Schluss noch im Museum mal zeigen. Dazu gehen wir auf die andere Seite des Raumes rüber. Also was wir hier sehen, sind alles Druckmaschinen aus dem 19. Jahrhundert. Wenn man sich die Sachen anschaut, sieht man, viel hat sich da nicht geändert. Die sehen fast genauso aus wie die Druckmaschine, die wir unten im Keller gesehen haben. Und im 19. Jahrhundert passiert genau wieder das, was zur Zeit Johannes Gutenbergs passiert ist. Es entsteht ein Bedarf. Die Bevölkerung wächst, es gibt Schulen, die Lesefähigkeit wächst, man treibt Handel. Die Leute sind neugierig, wollen wissen, was in der Welt passiert. Es gibt Zeitungen und die Ingenieure stellen das entsprechende Produkt zur Verfügung. Wenn wir jetzt weiter hinten in die Ecke gehen, da sehen wir dann eben eine Druckmaschine, die in der Lage ist, diese neuen Textmengen zu bewältigen. Denn hier hinter mir erscheint also die Zylinderdruckpresse von König und Bauer, zwei Deutsche, die in London das entwickelt haben, Patent von 1814. Mit dieser Maschine, die mit Dampfkraft angetrieben wird, gelang es, die Auflage der Londoner Times in einer Nacht zu drucken. Das war die erste Zeitung, die also maschinell gedruckt worden ist. Damit bin ich am Ende meines kleinen Rundgangs durch das Museum hier. Ihr habt gesehen, das Museum ist mehr als ein Museum über Gutenberg. Man kann also sehr, sehr viele Themen hier und Abteilungen sich anschauen. Und es geschehen zurzeit spannende Dinge hier. Wichtige Dinge werfen ihre Schatten voraus. In ein paar Jahren entsteht also hier ein völliger Neubau, modernerer Neubau. Und das Museum zieht inzwischen in ein Kloster um. Das ist mehr als ein Ersatzort, denn Drucken in historischem Ambiente,
Das war schon zur Zeit Johannes Gutenbergs so, denn als er 1448 nach Mainz zurückkam, man weiß ja nicht, wo er seine Druckwerkstatt hat. Und man kann vermuten, das war möglicherweise in einer geistlichen Institution, nämlich in St. Viktor Stift in Mainz gewesen. Damit genug von dieser Stelle. Kommt nach Mainz, kommt ins Gutenberg-Museum, schaut euch das Gutenberg-Museum ausführlich an. Setzt euch mit Gästeführern in Verbindung, die führen euch gerne durch das Museum. Für euch, für heute wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.